Energiekonzerne wollen von der Bundesregierung wegen des Atomausstiegs Schadensersatz in Milliardenhöhe. In Medienberichten ist von einer Gesamtsumme zwischen 10 und 15 Milliarden Euro die Rede. E.ON und RWE haben bereits Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Auch NBW und Vattenfall erwägen einen solchen Schritt. 8 Kernkraftwerke wurden nach Fukushima sofort abgeschaltet, darunter auch das AKW Unterweser. Nun beziffert Betreiber E.ON erstmals die Folgen des Atomausstiegs für den Konzern und verlangt 8 Milliarden Euro Schadenersatz, allerdings nicht vor der Kamera. Regierung und Opposition reagieren in seltener Einigkeit. Wir sind in einem Rechtsstaat, da kann jeder vor die Gerichte gehen, wo er möchte. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir uns stärker um die positiven Chancen der Energiewende für die Zukunft kümmern und weniger überlegen, was man in der Vergangenheit richtig oder falsch gemacht hat. Der Rechtsweg steht jedem offen, auch Querulanten. Diese Klage wird geführt im Wesentlichen zur Beruhigung der eigenen Aktionäre. Erst die schwarz-gelbe Laufzeitverlängerung, dann wieder die Rückkehr zum Atomausstieg. Neben E.ON verlangt auch RWE eine Entschädigung für verlorene Investitionen. Diesen Verlust bezweifelt die Umweltorganisation Greenpeace. Wir haben gerade mal nachgeguckt, das waren gerade mal 100 Tage, in denen diese Laufzeitverlängerung galt. Also dazu sagen, das sei eine abrupte Wende gewesen. 10 lange Jahre lang war vollkommen klar, mit der Atomenergie geht es zu Ende in Deutschland. Bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnten bis zu 2 Jahre vergehen.